Ich habe die BRICS-Abschlusserklärung gelesen und darin ist die Rede von der Notwendigkeit globaler und regionaler Stabilität, Sicherheit und einer gerechten Welt. Ich denke, dass das Motto des russischen BRICS-Vorsitzes im Allgemeinen solche Begriffe beinhaltet, Gerechtigkeit und Sicherheit. Aber wie passt das alles mit Ihrem Handeln in den letzten 2,5 Jahren zusammen, mit dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine? Wo ist da die Gerechtigkeit, die Stabilität und die Sicherheit, unter anderem auch die Sicherheit Russlands? Denn vor dem Beginn der Spezialoperation gab es keine Drohnenangriffe auf russisches Territorium, kein Beschuss russischer Städte, keine ausländischen Truppen, die russisches Territorium besetzt haben. All das gab es nicht. Und zum Schluss, was hat das alles mit der jüngsten Erklärung des britischen Geheimdienstes auf sich, wonach Russland sich das Ziel gesetzt hat, mittels Brandstiftung, Sabotage und so weiter, auf den Straßen Großbritanniens und Europas für Chaos zu sorgen? Wo bleibt da die Stabilität? Ich werde mit der Sicherheit Russlands beginnen, denn das ist für mich das Wichtigste. Sie sprachen von Drohnenangriffen und so weiter. Ja, das hat es nicht gegeben, aber es gab eine viel schlimmere Situation. Die Situation bestand darin, dass man uns auf unsere ständigen Vorschläge zum Aufbau von Kontakten und Beziehungen mit den Ländern der westlichen Welt immer an unseren Platz verwiesen hat. Das kann ich Ihnen ganz genau sagen. Alles schien immer freundlich abzulaufen, aber im Prinzip wurde uns immer unser Platz zugewiesen. Und dieser Platz würde schließlich dazu führen, dass Russland in die Kategorie von Staaten zweiter Klasse abrutscht, die nur noch die Funktion von Rohstoffkolonien erfüllen und dabei ihre Souveränität in hohem Maße verlieren. Und Russland kann sich in einem solchen Zustand nicht nur nicht entwickeln, es kann auf diese Weise gar nicht existieren. Russland kann nicht existieren, wenn es seine Souveränität verliert. Und genau das ist das Allerwichtigste. Der Ausbruch Russlands aus diesem Zustand, die Stärkung seiner Souveränität und seiner Unabhängigkeit in der Wirtschaft, im Finanzwesen und in militärischen Angelegenheiten führt zu einer Steigerung unserer Sicherheit und bedeutet die Schaffung von Bedingungen für eine selbstbewusste Entwicklung in der Zukunft als vollwertiger, unabhängiger und selbstständiger Staat, gemeinsam mit Partnern, wie wir sie in der BRICS haben, welche Russlands Unabhängigkeit respektieren, die unsere Traditionen respektieren und die wir auch auf die gleiche Weise behandeln. Комитета независимости в экономике, в финансах, в военном деле и означает повышение нашей безопасности и означает создание условий для ее уверенного развития в будущем, как самостоятельного государства, полноценного и самодостаточного, с теми партнерами, какие мы, каких мы имеем в БРИКС, которые уважают независимость России, уважают наши традиции и к которым мы относимся таким же образом. Теперь по поводу... Nun zur Frage der Entwicklung, der Sicherheit und der Gerechtigkeit. Dazu habe ich einige Gedanken und ich werde versuchen, Ihre Frage zu beantworten. Hier sind meine Gedanken dazu. Was ist die gerechte Entwicklung? Schauen Sie sich mal die jüngsten Ereignisse an. Während der Coronavirus-Pandemie. Was geschah damals? Ich möchte sowohl Ihre Aufmerksamkeit als auch die aller anderen Medienvertreter darauf lenken. Damals schufen die Vereinigten Staaten etwa 6 Billionen Dollar und die Eurozone etwa 3 Billionen Dollar. Und all diese Gelder wurden auf den Weltmarkt geworfen, um alles aufzukaufen, vor allem Lebensmittel, aber nicht nur das. Auch medizinische Güter und Impfstoffe, die jetzt massenhaft vernichtet werden, weil sie bereits abgelaufen sind. Sie haben all das Geld auf den Markt geworfen und daraufhin gab es eine Lebensmittelinflation und auch eine Inflation insgesamt in der gesamten Welt. Was taten die führenden Wirtschaftsnationen der Welt? Sie missbrauchten ihre Stellung im Weltfinanzsystem, sowohl den Dollar als auch den Euro. Sie haben das Geld gedruckt und dann die wichtigsten Güter vom Weltmarkt aufgesaugt wie ein Staubsauger. Sie verbrauchen mehr, als sie produzieren und verdienen. Ist das etwa gerecht? Wir sind der Meinung, dass es das nicht ist. Und wir wollen die Situation verändern. Daran arbeiten wir auch im Rahmen der BRICS. Медицинские препараты и вакцины, которые сейчас в массовом масштабе уничтожают, потому что они уже срок годности у них закончился. Вот выбросили это все, и пошла продовольственная инфляция. Пошла инфляция в целом по миру. Что сделали ведущие экономики мира? Они злоупотребили своим эксклюзивным положением в мировых финансах. И доллары, и евро.
напечатали и смели как пылесосом с рынка самые необходимые товары. Они потребляют больше, вы потребляете больше, чем производите и зарабатываете. Разве это справедливо? Мы полагаем, что нет. И хотим изменить эту ситуацию. Этим и занимаемся в БРИКС. Теперь по поводу с точки зрения безопасности в целом. Что касается безопасности России... Nun zur Sicherheit im Allgemeinen. Was die Sicherheit Russlands betrifft, so habe ich dies bereits gesagt. Ich verstehe, was Sie sagen. Aber ist es unter dem Aspekt der Sicherheit fair, jahrelang unsere ständigen Appelle an unsere Partner zu ignorieren, die NATO nicht nach Osten zu erweitern? Ist es fair, uns ins Gesicht zu lügen und zu versprechen, dass es keine solche Erweiterung geben wird und dann ihre Verpflichtungen zu verletzen, dies nicht zu tun? Ist es fair, überhaupt vor unsere Haustür zu kommen, zum Beispiel in die Ukraine, und dort mit dem Bau von Militärstützpunkten zu beginnen, nicht nur sie vorzubereiten, sondern sie bereits aufzubauen? Ist das gerecht? Ist das fair, einen Putsch durchzuführen, von dem ich bei der Beantwortung der Frage Ihres Kollegen gesprochen habe, unter Missachtung des Völkerrechts und aller Grundsätze des Völkerrechts und der UN-Charta, einen Staatsstreich in einem anderen Land, in diesem Fall in der Ukraine, zu finanzieren und die Situation in eine heiße Phase zu treiben? Ist dies unter dem Gesichtspunkt der internationalen Sicherheit gerecht, die im Rahmen der OSZE eingegangenen Verpflichtungen zu verletzen, wo alle westlichen Länder ein Papier unterzeichnet haben, wonach niemand seine Sicherheit festigen darf auf Kosten der Sicherheit anderer? Wir haben doch immer gesagt, tut das nicht. Es verletzt unsere Sicherheit, die NATO-Erweiterung. Nein, sie haben es trotzdem getan. Ist das gerecht? Es gibt hier keine Gerechtigkeit. Und wir wollen diese Situation ändern. Und wir werden es auch erreichen. Unsere Sicherheit, Erweiterung der NATO. Нет, все равно делали. Разве это справедливо? Никакой справедливости здесь нет. И мы хотим поменять эту ситуацию. И мы добьемся этого. Was war die letzte Frage noch einmal? Zur Behauptung des britischen Geheimdienstes, dass Russland auf den Straßen von Großbritannien Unruhe stiftet. Спасибо вам за то, что вы напомнили мне про эту часть. Но это полная чушь. Hören Sie mir zu. Danke, dass Sie mich an diesen Teil erinnert haben. Also das ist ja völliger Unsinn. Verstehen Sie, also das, was auf den Straßen einiger europäischer Städte passiert, ist das Ergebnis der Innenpolitik dieser Länder. Und Sie und ich wissen, dass die europäische Wirtschaft am Rande einer Rezession steht. Und die führenden Volkswirtschaften der Eurozone befinden sich faktisch in der Rezession. Selbst wenn es am Ende ein leichtes Wachstum von 0,5% geben wird, dann wegen des Südens, wo es keine ernsthafte Produktion gibt, aufgrund des Immobiliensektors, der Tourismusbranche und so weiter. Aber ist das etwa unsere Schuld? Was haben wir denn damit zu tun? Die westlichen Länder, die europäischen Länder haben sich geweigert, unsere Energieressourcen zu nutzen. Nicht wir waren das. Übrigens gibt es noch einen Strang der Pipeline unter der Ostsee, vom Nord Stream 2. Was müssten die deutschen Behörden tun? Einfach auf einen Knopf drücken und es würde losgehen. Aber sie tun es nicht aus politischen Gründen. Und ihr wichtigster Partner, ich weiß nicht aus welchen Gründen, hat die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass ganze Sektoren der deutschen Wirtschaft in die Vereinigten Staaten abwandern, weil dort die dortigen Behörden günstigere Bedingungen für Unternehmen geschaffen haben. Und die Primärenergieressourcen sind dort, glaube ich, dreimal so günstig wie in Europa oder sogar viermal so günstig. Und auch steuerliche Bedingungen und verschiedene gezielte Maßnahmen haben sie geschaffen. Aber was haben wir damit zu tun? Dies löst natürlich eine entsprechende Reaktion aus, denn der Lebensstandard der Menschen sinkt. Das ist offensichtlich, das ist die Statistik der europäischen Länder selbst. Aber was haben wir damit zu tun? Also mal ehrlich. Wissen Sie, wie wir sagen, ist das ein Versuch, die Situation von einem kranken Kopf auf einen gesunden Kopf abzuwälzen und sich der Verantwortung für falsche Entscheidungen im wirtschaftlichen Bereich und im Bereich der Innenpolitik zu entziehen. Но мы-то здесь при чём? Ну что вы про... Разве это, знаете, у нас как говорят, это попытка свалить с больной головы на здоровую и уйти от ответственности за неправильные решения в экономической сфере и в сфере внутренней политики. В экономической сфере, вот смотрите. Im wirtschaftlichen Bereich, glaube ich, ist es für alle objektiven Experten offensichtlich. Aber viele in Europa und in anderen Ländern, in den USA, haben die Umweltagenda und die steigende Temperatur auf dem Planeten missbraucht,
und versuchen immer noch, sie zu missbrauchen. Sie rennen nach vorne ohne ausreichende Grundlagen in Bezug auf die technologische Entwicklung. Sie schließen alles, was mit der Kernenergie zu tun hat. Sie schließen alles, was mit der Kohleverstromung zu tun hat. Sie schließen alles, was allgemein mit Kohlenwasserstoffen zu tun hat. Hat das mal jemand nachgerechnet? Wird Afrika ohne diese Art von Kohlenwasserstoffen auskommen können oder nicht? Nein, den afrikanischen Ländern und einigen anderen Ländern in Schwellenländern werden moderne, ja vielleicht sogar ökologisch wirksame Instrumente und Technologien aufgezwungen. Aber sie können sie gar nicht kaufen. Sie haben dafür kein Geld. Nun, dann gebt ihnen doch das Geld. Aber niemand gibt ihnen das Geld. Stattdessen werden Instrumente eingeführt, die meiner Meinung nach Werkzeuge des Neokolonialismus sind, indem sie diese Länder in den Ruin treiben und sie dann dazu zwingen, sich wieder von den westlichen Technologien und Krediten abhängig zu machen. Die Kredite werden zu schrecklichen Bedingungen vergeben und es ist unmöglich, sie zurückzuzahlen. Das ist ein weiteres Instrument des Neokolonialismus. Это инструменты неоколониализма, когда опускают эти страны и заставляют, значит, опять зависеть от западных технологий и кредитов. Кредиты дают на ужасных условиях. Кредиты вернуть невозможно. Это еще один инструмент неоколониализма. Поэтому надо прежде всего смотреть на результаты политики. Deshalb sollte man vor allem die Ergebnisse der Wirtschafts-, der Finanz- und der Innenpolitik der westlichen Länder ansehen. Und natürlich haben die Menschen Angst vor einer Verschärfung der internationalen Situation durch die Eskalation in verschiedenen Konfliktzonen, im Nahen Osten und in der Ukraine. Aber nicht wir sind für diese Eskalation verantwortlich. Die Eskalation wird immer von denen vorangetrieben, die auf der anderen Seite stehen. Nun, wir sind zu dieser Eskalation bereit. Denken Sie mal darüber nach, ob die Länder, die das tun, ebenfalls bereit sind. Те страны, которые этим занимаются.